Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Frag-Kaje. Heute beantworte ich mal wieder ein paar Fragen, die ihr mir unter dem letzten Video gestellt habt. Erstmal, bevor wir aber loslegen, wollte ich mich bedanken für den krassen Support bisher auf diesen FAQ-Videos. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das Ganze so gut bei euch ankommt, aber anscheinend, kommt das gut an. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für die ganzen Fragen, die dieses Mal wieder reinkamen. Und vergesst natürlich nicht, auch unter diesem Video Fragen dann für das nächste Mal zu stellen, falls euch da, etwas im Kopf vorschwirrt. Und dann legen wir direkt los mit der ersten Frage. Die kommt heute von Evan Breen. Das war auch die Frage mit den meisten Daumen hoch. 246 direkt. Er fragt, oder sie fragt, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich er. Wie heißt du mit richtigem Namen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, ist aber ziemlich unspektakulär, weil Kaye ist mein richtiger Name. Also die Vollversion ist Kajetan. Ist ein polnischer Name halt. Ist ein bisschen komisch vielleicht, aber in Polen ist das relativ normal, würde ich mal sagen. Und Kaye ist halt so mein Spitzname, so nennen mich auch die allermeisten. Von daher... ja, gar nichts Spektakuläres. Wahrscheinlich hätten die meisten da jetzt was komplett anderes erwartet, die das noch nicht wussten. Aber nein, Kaye ist mein Name, mein Spitzname im Prinzip. Und Kajetan mein richtiger Name. Die nächste Frage, beziehungsweise die nächsten Fragen, das ist nämlich genau dasselbe, kommen von Firim und von GMAXHD. Beide wollen wissen, ob ich demnächst mal wieder vorhabe, live zu streamen. Für alle, die das nicht wissen, vor ungefähr einem Jahr, auch so im Februar, März rum, habe ich so ziemlich jede Woche eigentlich am Wochenende immer einen Livestream gemacht. Irgendwann habe ich das dann aufgehört aus dem Grund, weil ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, vielleicht manche von euch auch, die damals schon dabei waren, irgendwann hat mein Internet dann immer Probleme gemacht, das weiß ich noch. Ich habe dann irgendwann meinen Stream gemacht und das hat angefangen übelst zu laggen. Ich habe dann alles so rumprobiert und habe es nicht auf die Reihe bekommen. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich lag es wirklich an meinem Internet oder woran auch immer. Auf jeden Fall hat es nicht richtig funktioniert. Danach habe ich irgendwann nochmal einen Stream gemacht, da war wieder dasselbe Problem, das war aber schon ein paar Wochen später und das hat mich dann irgendwie voll demotiviert, dann hatte ich da einfach keine Lust mehr drauf. Und deshalb ist das dann so gekommen, dass aktuell es keine Livestreams mehr gibt. Und zudem muss ich auch sagen, hätte ich da gerade im Moment gar keine Zeit dazu, also meistens mache ich halt am Wochenende, wenn ich Zeit hätte live zu streamen, die Videos und ich finde es immer noch wichtiger Videos zu machen als Streams zu machen. Und deshalb, vor habe ich es aktuell nicht, bestimmt wird es irgendwann mal wieder einen Stream geben, aber aktuell ist das nicht geplant, einfach aus dem Grund, weil zum einen weiß ich nicht, wie das mit meinem Internet wäre und ich habe keinen Bock, dass das wieder solche Probleme macht, weil dann macht es einfach echt keinen Spaß, sowohl zum Zuschauen nicht, als auch für mich zum Streamen nicht, wenn ich weiß, dass da irgendwas nicht funktioniert. Aber die Hauptursache ist wirklich, dass ich einfach keine Zeit habe. Ich habe keine Zeit. Ich müsste mich halt entscheiden zwischen Streams oder Videos und da fällt meine Entscheidung ganz klar auf Videos. Und deshalb gibt es erstmal in nächster Zeit bestimmt keine Streams. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann in der Zukunft ja mal wieder. Weiter geht's mit einer Frage von Skullgasto oder wie auch immer man das ausspricht. Hashtag FragKaje, wissen deine Kollegen von der Arbeit oder deine Nachbarn, dass du YouTube machst? Nein. Also ich glaube von mir, aus meiner Arbeit weiß das niemand. Das wissen generell ziemlich wenige Leute, meine Eltern natürlich. Meine besten Kumpels wissen das, meine Freundin weiß das natürlich, aber sonst eigentlich niemand. Ich habe das ehrlich gesagt auch nie so wirklich groß rum erzählt, weil ich habe gar keinen Bock drauf, dass das jeder weiß. Klar, wenn mich jemand drauf anspricht, dann sage ich, ich mache das, aber ich würde nie im Leben zu jemandem hingehen und sagen, hey, ich mache YouTube. Weiß nicht, ist nicht so meins und deshalb, also von der Arbeit weiß das niemand, zumindest soweit ich weiß nicht. Und auch generell gibt es da echt wenige Leute, die davon wissen. Und eine lustige Story ist auch meine Kumpels sogar. Nicht mal denen habe ich das damals erzählt. Die haben das selber gefunden damals tatsächlich, mein Kanal, durch Zufall, weil denen ein Video vorgeschlagen wurde. Also nicht mal denen habe ich das erzählt. Einfach weil, ich weiß nicht. Ich behalte das gerne so für mich, mache das hier halt. Und wenn jemand mich drauf anspricht, wie gesagt, dann leugne ich das natürlich nicht. Aber ich erzähle das nicht so groß rum. Felix Vettel will wissen, welches KRT-Auto von deiner MyTeam-Karriere hat dir bis jetzt am besten gefallen? Das ist heute, glaube ich, auch die erste Formel 1-bezogene Frage. Und das ist auch eine sehr gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich würde einfach mal spontan sagen, das jetzige. Dieses Gelb-Schwarze, was wir uns für die sechste Saison gemacht haben. Das finde ich schon verdammt geil. Was auch echt cool war, war das in der dritten Saison. Als wir so ein bisschen Türkis hatten mit Schwarz, falls ihr euch daran noch erinnert. Ja, ich weiß nicht, ich finde alle Lackierungen hatten was. Auch so diese allererste, die dunkelgrüne, war sehr cool damals. Diese komische jetzt in der letzten Saison, die hatte auch was. Also ich finde, jede Lackierung hatte was auf jeden Fall. Ich fand da jetzt keine extrem hässlich. Logischerweise, sonst hätte ich sie ja nicht gemacht. Aber die coolste ist, würde ich fast sagen, die aktuelle.
Weiter geht's mit einer Frage von Jakob. Frage an Kai. Warst du schon einmal bei einem Formel-1-Rennen? Wenn ja, bei welchem? Ja, war ich bei genau einem. Und zwar war das Monza 2017. Als Ferrari-Fan für mich war das damals richtig, richtig geil. War eine saucoole Erfahrung und ich würde auf jeden Fall mal wieder nach Monza fahren. Das einzige Negative, was ich darüber sagen kann, ist, dass das Rennen echt scheiße war. Also, ja, da ist halt nichts passiert. Das Einzige, woran ich mich von diesem Rennen erinnern kann, sagt man das so? Ich glaube nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das war dieses Teamradio von Alonso, was er gegen Palmer damals rausgehauen hat mit diesem Karma. Das war genau in dem Rennen. Aber sonst weiß ich nichts mehr davon wirklich, weil echt nicht viel passiert ist. Ich weiß nur noch, dass die beiden Mercedes echt stark waren. Vettel ist, glaube ich, Dritter geworden, was cool war, da immerhin einen der Ferraris auf dem Podium zu sehen. Aber ansonsten ist da nicht viel Spektakuläres passiert. Und wir saßen da auch direkt an, also ich war mit meinem Bruder damals dort bei dem Rennen in Italien und wir saßen direkt im Prinzip wirklich auf Höhe der Startziellinie. Das war geil für den Start, weil man da gut alles mitbekommen hat und vor dem Start allgemein das ganze Zeug, was da abgeht auf der Startzielgerade, das war geil. Was auch geil war, war, dass man das Podium natürlich so mitbekommen hat. Das Podium in Monza, das ist ja eh heftig, also da gibt es glaube ich kaum ein besseres, würde ich zumindest spontan so sagen. Während des Rennens war das aber relativ langweilig, weil man halt nur wirklich die Autos immer wieder vorbeifahren sieht und am Anfang findet man das noch irgendwie krass, also vor allem am Freitag zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal die Autos da vorbeifahren sieht, dann denkt man sich, boah, geil, Alter. Aber irgendwann ist das dann halt ein bisschen langweilig und deshalb würde ich rückblickend vielleicht sagen, wäre es cool gewesen, irgendwo zu sitzen, wo man auch Kurven sieht und wo vielleicht mal ein bisschen mehr passiert, als dass nur Autos da vorbeifahren. Das war so das Einzige. Und ich kann mich auch noch erinnern an den Samstag. Das war so ein völlig verregneter Tag. Das war das Qualifying. Und das wurde immer wieder nach hinten verschoben. Wir saßen da bestimmt, boah, lass mich lügen, bestimmt 2 Stunden im Regen. Das war keine überdachte Tribüne. Es war arschkalt und einfach scheiße. Das Qualifying war dann aber im Endeffekt, als es gestartet ist, echt cool. Aber es war ein bisschen frustrierend, dass das immer so verschoben wurde. Ja, das sind so meine Erinnerungen daran. Aber ansonsten verdammt geil und ich würde auch jederzeit wieder nach Monza fahren. Und ich denke auch, ich werde das machen, sobald man halt wieder darf, sobald wieder Zuschauer zu den Rennen dürfen. Ja, dann, also ich würde auf jeden Fall gerne nochmal nach Monza, weil es echt eine verdammt geile Erfahrung war. Aber halt so ein paar Kleinigkeiten, ja, waren nicht so geil. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für das heutige Video. Die kommt von Larenz07. Er fragt, Frage an Kai, was ist dein Traumfahrerteam? Die Frage habe ich einfach mal so interpretiert, weil das ein bisschen undeutlich formuliert ist, was so meine Traumfahrerteam-Kombo ist im Real Life sozusagen. Also was da so mein Favorit war, wenn man das so sagen kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und da ist meine Antwort ganz klar, Alonso und Ferrari. Das war damals richtig krass. Ich war auch zu der Zeit ein krasser Alonso-Fan. Oder was heißt war, bin ich immer noch. Aber Alonso damals in dem Ferrari, vor allem 2010 und 12, ey, das war wirklich, das war krass. Ich glaube, da wird so schnell nichts mehr rankommen. Auch weit oben ist auf jeden Fall auch Kubica damals bei BMW in der 2008er Saison. Das war sehr cool. Ja, die beiden würde ich da auf jeden Fall nennen. Vettel bei Ferrari war auch cool. Leider ist das dann halt am Ende so ein bisschen schief gegangen, sagen wir es so. Aber ja, eine Zeit lang war das auch echt cool. Ich kann mich noch erinnern, damals als 2015 Vettel zu Ferrari kam. Ich war, glaube ich, selten so gehypt, einen Fahrer bei einem neuen Team zu sehen wie ihn damals. Leider, ja, ist das dann halt so zu Ende gegangen, wie es zu Ende gegangen ist, aber das war auch verdammt cool. Und dann war es das auch schon von diesem Video. Ich hoffe mal, dass ich die Frage richtig verstanden habe, aber ja, mir würde jetzt, ich wüsste nicht, wie man sie sonst verstehen könnte. Falls das anders gemeint war, dann schreib's doch gerne in die Kommentare und dann kann ich das vielleicht beim nächsten Mal nochmal richtig beantworten, aber ja, das war jetzt so meine Interpretation. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Frag Kai. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und wie schon am Anfang erwähnt, vergesst nicht eure Kommentare bzw. eure Fragen für das nächste Video dann in die Kommentare zu schreiben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.